In der NS-Zeit gab es in Niederösterreich zahlreiche Lager für Gefangene und ArbeiterInnen aus ganz Europa. Ein Citizen Science Team begibt sich nun auf die Spurensuche. 3 Jahre soll geforscht werden. Hinweise von Zeitzeugen werden gesucht. Informationen unter www.injuist.ac.at. Der Verein Laila, der Flüchtlingskindern bei den Schulaufgaben hilft, sucht dringend Lernpaten. Durch die ukrainischen Flüchtlinge ist die Zahl der Kinder, die Betreuung brauchen, angewachsen. Jede freiwillige Stunde Einsatz lohnt sich. Das Gourmet-Magazin Falstaff hat heuer wieder einen Young Talents-Wettbewerb durchgeführt. Dabei konnte der Amstettner HLW-Absolvent Michael Brachner einen großen Erfolg landen. In der Kategorie Patisserie erreichte er den 2. Platz. Die Wirtschaftskammer hat beim Lehrlingshackathon 2022 digitale Nachwuchstalente gesucht. 2 Burschen der Firma ZKW in Wieselburg entwickelten innerhalb 8 Stunden eine App gegen Lebensmittelverschwendung und fahren mit dem 1. Platz der Kategorie Experts zum Bundeswettbewerb. Während der Frauenfußball-EM verlost die Stadt Amstetten Grillpakete. Die Grillutensilien, Getränke und Knappereien werden jeden Sonntag während der EM-Zeit ausgelost. Wer mitmachen will, braucht nur einen Kommentar auf der Facebook-Seite der Volkspartei Amstetten hinterlassen.